In der deutschen Hauptstadt Berlin ist die Polizei gegen eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung vorgegangen. Der Grund? Der Mindestabstand wurde nicht eingehalten. Auch die Auflage eines Mund-Nasen-Schutzes wurde ignoriert. Es brannten Container und flogen Flaschen auf die Beamten. Es kam zu Festnahmen. Die Berliner Polizei hatte sich auf einen Großeinsatz vorbereitet. Eigentlich wollte sie die Demonstration verbieten, sie unterlag jedoch vor Gerichten. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin gegen die Verbotsverfügung der Polizei wurde in der Nacht zum Samstag bekannt. Die Polizei forderte die Demonstranten mehrfach auf, den Mindestabstand einzuhalten. Der Zug hätte von unter den Linden zum Tiergarten und zur Straße des 17. Juni führen sollen.